Die Wörter Migrant und Flüchtling haben verschiedene Bedeutungen. Sie zu verwechseln kann zu schweren Missverständnissen führen. Wer ist also ein Migrant und wer ist ein Flüchtling? Flüchtlinge sind wegen Konflikten oder persönlicher Verfolgung dazu gezwungen, ihr Land zu verlassen. Migranten verlassen ihr Land aus anderen Gründen. Zum Beispiel, um ihre Lebensumstände zu verbessern, um Zugang zur Bildung zu erhalten, um sich Freunden und Familie anzuschließen, nebst vielen anderen Gründen. Hier sind ein paar Beispiele für Migranten. Eine junge Frau, die nur außerhalb ihres Landes studieren kann. Ein junger Mann, der in ein anderes Land zieht, um zur Liebe seines Lebens zu stoßen. Und ein Mann, der rechtmäßig in einem anderen Land arbeitet. Zwar sind Migranten bei einer Rückkehr ins Herkunftsland nicht genau den gleichen Gefahren ausgesetzt wie Flüchtlinge, es gibt allerdings oft besonders schwerwiegende Beweggründe, ihr Land zu verlassen. In vielen Ländern sind Armut, Hungersnöte, Naturkatastrophen und Umweltprobleme gang und gäbe. In ein anderes Land zu ziehen, ermöglicht es manchen Menschen daher, ihre Lebensumstände zu verbessern und besser für ihre Familie zu sorgen. Migranten kämpfen mit ähnlichen Herausforderungen wie Flüchtlinge. Sie müssen ebenfalls erst lernen, mit neuen Kulturen, Sprachen und Verfahren zurechtzukommen. Die Gesetzgebungen für Migranten und Flüchtlinge sind jedoch unterschiedlich. Internationales Recht ermöglicht es Flüchtlingen, in einem anderen Land Schutz zu suchen und verhindert, dass sie in ihr Herkunftsland zurückgeschickt werden, falls ihnen dort Gefahr droht. Dies gilt in der Regel nicht für Migranten. Jeder Staat wendet auf sie seine eigene Gesetzgebung an. Letztlich verbindet Migranten und Flüchtlinge eine Grundlage. Sie sind alle Menschen und haben daher Menschenrechte. Unabhängig von ihrer Herkunft und von den Gründen, die sie zum Verlassen des Herkunftslandes bewegt haben, müssen sie mit Respekt und Würde behandelt werden.